man nur einen Teil mit bisschen Relax-Stuhl, Dehnen, Schulter, Nackenbereich. Da haben sie jetzt alle wahrscheinlich schon langsam im ganzen Homeoffice ein bisschen schmerzt. Da habe ich ein paar tolle Übungen für euch. Genau. Jetzt starten wir erstmal so ein bisschen aufwärmen und dann Kräftigung. Auf geht's. Atmen langsam tief ein. Zieh dich nach oben. Und atmen aus. Nimm die Beine. Atmen ein. Und aus. Einatmen. Und aus. Okay. Zieh zur Seite. Und tief.
wenn du magst, zieh die Ferse mit nach oben. Ja? Und lang ziehen. Aus. Und ein. Und ein. Und einmal noch ausatmen. Und okay, bleib nochmal hier, zieh die Arme zur Seite. Und jetzt nimm deine linke Hand, zieh sie zum rechten Fuß. Atme ein, komm in die Schräge, wechsel, ausatmen. Wenn es geht, versuch den anderen Arm zur Decke hochzuziehen. Und aus. Und ein. Und ein. Letztes Mal. Bleib hier. Jetzt richten wir uns auf und machen wir es von oben. Tief. Und ab, ganz aufrichten. Ausatmen. Und eine noch. Okay, bleib hier. Nimm die Beine nah aneinander. Hüftbreit. Hochzieh die Arme. Und jetzt immer weg tief und wechseln. Nimm immer die jeweilige Ferse und zieh sie mit nach oben. Ganz locker. Ab. Ab. Ganz locker. So, jetzt mach's mal richtig, okay? Lass mal den Oberkörper los und spann ihn an. Ab. Ab. Und achtmal noch. Lock. Zieh die Ferse mit hoch. Die letzten, 4, 3, 2 und bleib hier, geht, geht. Okay, jetzt setz mal deine Hände am Boden auf, setz sie auf den Oberschenkel und jetzt zieh dich mal hier raus. Okay. Streck die Beine ruhig ein bisschen mehr, wenn du magst, atme aus. Setz auf, drück dich hier raus, zieh den Bauchnabel nach innen. Und ein, komm hoch. Okay, ausatmen, geht hoch, halte. 4, 3, 2 und komm hoch. 4, 3, 2 und lösen. Letztes Mal. Ab, ab, hoch, halt. 4, 3, 2 und jetzt richte dich langsam nach oben. Okay, so. Wir nehmen unser linkes Bein und tippen zur Seite auf. Rechtes Bein bleibt gebeugt. Richte den Oberkörper auf. Brust gerade. So, und jetzt hol dir mal dein linkes Knie. Zieh es nach oben und streck es wieder aus. Okay? Auf. Hochziehen. So, den linken Arm nehmen wir mit. Zieh. Und wenn du nach oben kommst, zieh mal den Arm nach oben. Auf. Und wenn du kannst, versuch mal jetzt die Zehenspitze kaum mehr am Boden abzusetzen. Lass sie eigentlich so gut in der Luft, wie es geht. Hoch. Und öffnen. Das linke Bein, das rechte Bein, geht immer ein bisschen mit nach oben. Okay? Tief und hoch. Bauch ist fest. Tief und ab. Okay? Viermal noch. Tief und ab. 3, 2 Letztes Mal. Komm hoch. Bleib hier. Wir gehen noch mal einmal in die andere Übung, okay? Bleib wieder hier. Ausatmen. Lass los. Und jetzt starte immer mit der anderen Seite. Hoch, hoch. Richte dich auf. Lass den Kopf in Verlängerung zu deiner Halswirbelsäule. 2, 1. Lösen. Hoch, hoch. Stabilität. Halte. 4, 3,
reingehen. Immer ein bisschen mit tief und hoch. Okay. Langsam solltest du ein bisschen was merken. Hier vor allem in der Seite. 4, 3, 2 und letztes Mal. Wir nehmen das linke Bein zurück. Bleib erstmal hier. Atme ein, zieh dich mal lang. Atme aus, setz die Ferse fest im Boden. Einatmen, ausatmen. Ein und aus. Und aus. Einer noch und jetzt bleiben wir hier oben. Setz die Ferse ab. Und beim Ausatmen schieben wir den oberen Arm nach hinten. Und jetzt halte mal hier. Halte. Ziehe die hintere Hand nach vorne. Beim Ausatmen wieder zurück. Okay? Der vordere Arm bleibt stabil. Zurück. Einatmen. Ausatmen. Schau immer deine Hand hinterher. Die Hand, die sich bewegt, der schauen wir hinterher. Aus. Und kennt ihr mal. Ja? Und 3, 2 und letztes Mal einmal nach hinten und jetzt bleiben wir noch in hier. Bleib hier. Nimm die Arme oben zusammen. Atme aus. Drück noch ein Stück dein Knie nach vorne. Ein. Und aus. Letztes Mal. Einatmen. Ausatmen. Komm langsam wieder nach vorne. Bleib hier. Nimm die Arme mal tief. Und jetzt löst das hintere Bein vom Boden. Standbein bleibt gebeugt. Streck das hintere Bein so weit aus, wie es geht. Und zieh die Zehenspitze zu dir ran. Okay? Fuß ist flex. Öffne die Arme. Auf Schulterhöhe. Und beim Ausatmen triff die Hände zusammen. Spreiz deine Finger, einatmen. Und dann nehmen wir ein bisschen mehr Bewegung mit rein. Okay? Einatmen. Ausatmen, tief gehen. Streck aus. Einatmen, hoch. Ausatmen, tief. Zieh den Bauch nach. Fest nach innen ein. Einatmen. Und aus. Ein letztes Mal. Und setz ab. Okay, weg das Bein zurück. Atme ein, zieh die Ferse weg vom Boden. Und beim Ausatmen schieb die Ferse fest im Boden rein. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Letztes Mal. Und jetzt bleib wieder hier. Schieb die Ferse in den Boden und beim Ausatmen öffne die Arme. Schau mal deine hinteren Arme hinterher. Zieh die Schultern weg vom Ohr. Okay. Ausatmen, hintere Arme kommt vor. Einatmen, öffne. Ausatmen, vor. Und vorziehen. Und ab. Ein. Ein. Letztes Mal. Zieh einmal noch zurück. Und komm vor. Jetzt bleib wieder hier. Nimm die Arme tief und löse das hintere Bein. Komm aus der Schusslinie, Gabi. Halte. Okay, halte mir hier. Streck die Arme nach oben aus. Wenn es wackelt, ist gut. Lass ruhig wackeln. Okay.
an die Decke zieht und schieb dich wieder zurück. Einatmen. Und aus. Viermal noch. Hochziehen. Und Mond. Ausatmen, hinter
locker auf die Knie. Wenn es im Schneidersitz unangenehm ist, kannst du die Beine auch ausstrecken. Und dann ziehen wir die Schultern weg. Und dann lass sie mal nach vorne fallen. Nimm deinen Kopf hoch. Atme ein. Atme aus. Lass los. Schließ jetzt auch gerne deine Augen. Fühl mal in dich rein. Aus. Mal ausatmen. Einatmen, komm hoch, bleib hier, nimm die Hände auf
du noch länger in der Position bleiben willst, weil es dir gut tut, drück einfach kurz auf die Pause-Taste und bleib noch ein, zwei Minuten länger. Ansonsten kommen wir langsam wieder zurück. Löse und wechsel. Einfach den rechten Arm über den linken und leg dich zur anderen Seite. Beide Hände nehmen die Brust auf. Komm nach oben, zieh dich nochmal fest zurück. Schieb dein Po über rechts und links über deine Fersen rüber. Und langsam hoch. Stell ein Bein vorne ab, stütz dich mit beiden Händen ab. Komm nach oben zum Stehen. Hier atme dich ein. Streck dich nochmal richtig aus. Zieh die hoch nach oben. Hol dir die Sterne vom Himmel. Atme aus, lass nur zu. Und ein letztes Mal noch tief einatmen. Und wieder aus. Und dann wünsche ich euch eine wundervolle